aus Barcelona. Ich bin hier für die DTM Backstage unterwegs. Und natürlich sind wir in der entscheidenden Phase in der DTM. Nur noch 3 Rennen. Also das wird sehr aufregend. Aber ein anderes aufregendes Thema, was die Motorsportwelt gerade sehr bewegt, ist der Skandal in der Formel 1 um Flavio Briatore und das Renault-Team. Und hier ist jetzt Ralf Schumacher an meiner Seite. Du als ehemaliger Formel 1-Fahrer, was sagst du dazu? Na gut, ich glaube, dass zu einem natürlich sowas ein absolutes No-Go ist, das ist ganz klar. Die erste Konsequenz wurde ja gezogen. Flavio hat mehr oder weniger freiwillig seine Position geräumt. Und alles andere sollte man vielleicht nicht beurteilen. Das ist noch ein schwebendes Verfahren, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und deshalb möchte ich dazu nicht mehr sagen. Ja, vielen Dank, Ralf. Es bleibt also spannend. Und wir haben uns dazu mal im Fahrerlager umgehört. Was da passiert ist, braucht man fast nicht kommentieren, weil das ist... für die Formel 1 ein Riesendrama gewesen und dass es solche Sachen gibt im Motorsport ist ja dramatisch, muss man wirklich sagen. Und das tut weh, dass im Motorsport zu solchen Mitteln gegriffen wird. Aber mir steht es eigentlich nicht zu, darüber zu diskutieren oder beziehungsweise zu urteilen. Ich muss gucken, dass wir hier unseren Job gut machen. Den machen wir sauber und ordentlich und was die Jungs in der Formel 1 da spielen, ist deren Sache. Ja. Es gibt die vier, die am 21. eine Sitzung hat und ich glaube, da wird das Thema besprochen. Wir sollten es bitte nicht noch bei der DTM besprechen, es wird schon genügend darüber geredet. Würde ich mal sagen, für den Motorsport ist es nicht gerade toll. Ich denke mal, wenn man jemand oder ein Teamchef seinen Fahrer mit Absicht in die Mauer fahren lässt, ist keine tolle Sache für einen Sport. Und ich denke mal, da rede ich im Sinne von allen Rennfahrern und ich denke mal sowas, oder hoffe ich, dass man sowas, in Zukunft sowas nicht mehr sieht. Ich denke, dass alle Skandale rund um den Motorsport für den Motorsport nicht gut sind und es ist natürlich ein bisschen schade, aber sonst würde ich dazu eigentlich keine Auskunft geben. Alles, was ich darüber weiß, habe ich aus dem Internet. Das ist natürlich ein Schock für uns alle. Als Rennfahrer ist so eine Situation schwer zu verstehen. Ich denke, wir sollten erstmal die Ergebnisse der Untersuchung abwarten. Ich kann mir darüber noch keine Meinung bilden. Ich denke, wir sollten die Untersuchung respektieren. Wir sollten einfach aufhören. Und to be honest, it's difficult to get involved in something that you don't know. So I better just not say much. Thank you very much, Pedro. Vielen Dank für all die Einschätzungen. Ja, aber bei uns geht es jetzt natürlich nicht nur um ernste Themen, sondern ich habe mich umgezogen, wie man sieht, denn ich darf jetzt mal hier die Rennstrecke kennenlernen, wo ja auch heute das DTM-Rennen stattfindet. Pedro nimmt mich mal eine Runde mit. Ich habe ein bisschen Angst, aber nun gut, ich freue mich drauf. Also, los geht's. Pedro. Puh, jetzt weiß ich wirklich, was die Fahrer hier auf dieser Rennstrecke leisten. Meine Knie zittern immer noch. Und wenn Sie die Rennzusammenfassung sehen wollen, dann gehen Sie auf DTM-TV. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in Dijon. Bis dann. Tschüss.